Nacht 1964 in Köln wird unter großem Jubel der millionste Gastarbeiter begrüßt. Etwa 10 Jahre später, während der Ölkrise 1973, verordnet die Bundesregierung unter Willy Brandt einen Anwerbestopp. Dies ist natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen Landsleute denken. Der damalige Finanzminister und spätere Bundeskanzler Helmut Schmidt hält es in der historischen Rückschau für einen Fehler, dass wir zu Beginn der 60er Jahre Gastarbeiter aus fremden Kulturen ins Land holten. Er glaube, so Schmidt 2005, dass wir uns übernommen haben mit der Zuwanderung von Menschen aus völlig anderen kulturellen Welten. Und weiter, 7 Millionen Ausländer in Deutschland sind eine fehlerhafte Entwicklung. Die Zuwanderung von Menschen aus dem Osten Anatoliens oder aus Schwarzafrika löse das demografische Problem nicht, es schaffe nur ein zusätzliches dickes Problem.